die Befestigungen des Atlantikwalls, die selbst aus der Nähe gesehen das gewaltige Kampfwerk unter der Erde nur ahnen lassen, bilden mit dem Gürtel vielfältiger Sperren ein Verteidigungssystem, das als vollkommen neuartig gelten darf. Dies gilt besonders für diejenigen feindlichen Kräfte, die bei Luftlandungen im Hinterland abgesetzt werden, um die deutsche Abwehr zu zersplittern. Der deutsche Soldat kennt genau seinen Kampfauftrag. Die Divisionen sind durch Monate hindurch in vielfältigen Probealarmen mit ihren Artillerie-, Pack- und Flakgeschützen auf harte Abwehr und energischen Gegenstoß geschult worden.
Immer wieder hat der deutsche Soldat in solchen Probealarmen die Stärke seiner Waffen für den Ernstfall, für die Stunde der Entscheidung geprüft. Er fürchtet keine noch so zahlenmäßige Überlegenheit der britisch-amerikanischen Invasionsarmeen. Er ist für die Bewährungsprobe im Kampf für die Freiheit Europas zum erbitterten und härtesten Widerstand bereit. Hinter dem deutschen Soldaten mit seinem Siegeswillen und seiner Unerschrockenheit, welche den hochentwickelten Waffen erst die rechte Schärfe gibt, steht die durch monatelangen Luftterror gehärtete und zum Äußersten entschlossene Heimat in voller Einsatzbereitschaft.